Weil die Leute mögen, dass ich Gummihandschuhe anhabe, habe ich welche in Pink besorgt. So. Der gute Alte. Sie haben so ein Ding? Ja. Und einen mit, wir hatten Stier auch aus der Zeit von meinem ersten. Denn so mache ich ja auch meine Versteckungen wieder weg, wenn dann welche da sind. Na was? Naja, also so ein Kumpel mit dem Längenstiel. Das schaut man nicht. Was ich machen will, kriege ich nicht hin. Ventil kann ich drehen und drehen und drehen, hier passiert nichts. Neues Ventil. A few moments later. Ach, alles schön. Eigentlich war ich vorgestern duschen. Oder war es letzte Woche? Also gibt nichts Unangenehmeres. Ja. So. Meine Socken sind nass. So, ein bisschen zugesetzt ist es hier. Ist es, ja? Ein bisschen. Das ist aber nicht das Problem. Das Problem ist, wie sollen da Scheiße durch? Warte mal. Nein, guck doch mal, da gibt es nur zwei Finger. Das Ding muss doch groß sein. Hier, der Gummi ist doch verrutscht hier. Ach, das ist... Wie kann denn das? Naja, wie kann... So, die Frage verstehe ich als Kunde und ich kann es nicht beantworten. Also auf Deutsch gesagt, musst du diese Scheiße hier runter? Machen wir jetzt ab. Und da drunter ist nochmal ein Ring, guck. So. Ach, und der ist verrutscht hier. Der ist verrutscht, aber nicht seit gestern. Nö, kann ja auch nicht. Und nicht seit einem Vierteljahr. Auch nicht. Das letzte Mal war dieser Herr, der das... Den muss ich jetzt ausblenden. Ja. Firma Piep. Ja, Es macht nichts. Also aber dieser Rohrleger war das, der... So, wie lange ist das her? Sieben, habe ich doch gesagt. 17. Sieben. Was willst du mir jetzt erzählen? 13 Jahre war das so? Ja, natürlich. Und seit 13 Jahren quälst du dich mit dem Toilettenruf? Nicht ganz so schlimm, ist ja erst das letzte Jahr schlimm geworden. Und die letzten 3 Monate ist es ja nicht. Wie soll ich das jetzt verkaufen? War, weiß ich nicht. Die glauben die Leute nicht. Nee, die glauben die auch nicht. Ich würde es ja auch nicht glauben. Aber es... Darf ich das alles jetzt 1:1 online stellen, dass die Leute... Darum wartet alles für Schweine. Wartet so gibt. Okay. Pause. Ich kann es mir nicht erklären. Na, ich auch nicht. Die Sache ist doch die, wenn ich jetzt das WC wieder montiere. Ja, kann das wieder passieren. Und morgen spätestens einmal am Tag gehen wir ja. Ja. Würdest du doch morgen anrufen und sagen, geht nicht. Ich oder nach, oder nach, einer Woche, würde man doch im Allgemeinen anrufen, geht nicht. Ob ja. Jetzt die Opel-Werkstatt nicht richtig oder VW-Werkstatt oder was auch immer, man würde doch zurückgehen, geht nicht. Ja, natürlich. So, und jetzt vor 13 Jahren war das letzte Mal jemand dran und hat das WC abgebaut. Ja. Ich kann es mir nicht erklären. Ich mache es jetzt hier ein bisschen sauber. Hier, nehmen wir den dann oder? Nein, das bisschen Kalk hier mache ich jetzt hier drin ab. So, weißt du? Außenrum wischen wir auch ab. Ich bin... Na gut. Ich bin kein nicht Frau Saubermann, aber so ein bisschen. Ich kann nicht auf. Ich sterbe nicht davon. Hier. Nicht, okay. Oh, jetzt habe ich aber einen dreckigen Lappen. Ja,
Ja, den mach ich auch sauber. Musst du nicht. Suchst du einen 450-Euro-Job? Ja, das habe ich schon mal gedacht. Ich werde hier Rohrlehrhelfer. So. Hier haben wir auch ein bisschen, aber so minimal. Geben Sie mir mal ein bisschen Toilettenpapier da. So, von der Rolle hier mache ich die Scheiße weg, oder was das hier ist. Also wenn Sie Scheiße sagen, habe ich ja kein schlechtes Gewissen, das auch sagen zu können. Ja, Eternit ist relativ weich, da kann ich also nicht so, möchte ich auch nicht so richtig arg bearbeiten. Nicht, dass es kaputt geht, genau, meine Stimmung. So, wir wollen jetzt simulieren. Ja. Gut. Ich glaub erst nicht. Toll. Nicht wahr? Ja. Was für eine Aktion. Ja. So, das ist jetzt ein Film. Ja. So, sehr schön. Mmh, lecker. Dankeschön. Ja. So.